So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Meat Boy. Wir sind stehen geben in The Rapture. Ich habe Super Meat Boy eigentlich 100%, nur ist mir der 100% Spielstand verloren gegangen, deswegen ist das hier noch ein bisschen neu angefangen, kann man so sagen. Aber ich habe die Light World extra fürs Let's Play schon mal wieder gemacht. So, wir sind in Level 10 stehen geblieben, denke ich mal, ich weiß es nicht mehr. Ja, hier sind wir stehen geblieben und hier habe ich einen guten, ich habe nämlich, seit der letzten Aufnahme, habe ich ziemlich doll geübt, um genau zu sein, den Cotton Alley komplett beendet und so weiter. Und ja, wir, denke ich mal, rushen jetzt hier mal durch. Was kann ich sagen? Jo, ich habe bald... oder ich mach bald bei einem kleinen Projekt mit zwei anderen Leuten, die ich dann in der Videobeschreibung verlinke. Sie möchten auch bald anfangen und wir möchten alle zusammen einen Kanal zusammen erstellen, wo wir dann Let's Plays darauf hochladen. Also ich und die anderen halt. Und laden da halt unsere Let's Plays drauf. Natürlich haben wir noch hier unsere privaten Let's Play Kanäle, auf denen wir noch Let's Playen, beziehungsweise ich, aber natürlich auch dann auf den Community Kanal. Toll. Wollte ich nur mal kurz hier so erwähnen. Und ja, das ist, so wollte ich jetzt sagen, ich weiß es gerade nicht mehr. Mich konzentrieren. Ah, okay. Jo. Genau. Ich habe jetzt eine neue Aufnahmemethode und zwar nicht mehr mit Fraps, das heißt, wir haben diese scheiß Slowdowns nicht mehr, sondern jetzt mit Camtasia Studio. Und das gefällt mir deutlich besser. Es geht viel, viel, viel flüssiger. Richtig gut. Ja. Ich hasse dieses Level. Super Idee. Ach, ist egal. Ich mach das Level jetzt normal. Scheiß auf Ideen. Oh yeah. Okay. Haben wir das Level auch geschafft? Was war das denn? Ah, okay. Ja, man sollte den Schlüssel nicht verfehlen. Okay. Ich habe mal eine Idee. Vielleicht funktioniert das. Nee, doch nicht. Vielleicht funktioniert es irgendwie, aber ich will das Level jetzt nochmal schaffen. Es tut mir leid, dass in der letzten Zeit nicht mehr so viel gekommen ist. Das liegt daran, dass ich ein neues Zimmer bekommen habe und hier sehr viel zu tun war. Tut mir leid. Aber ich hoffe, das stört euch nicht so doll. Naja, was soll ich sagen? Euch, ich habe ja sowieso nicht so viele Zuschauer, von daher. Aber es macht mir trotzdem Spaß und deswegen höre ich auch nicht auf. Ach so, ich hatte schon mal eine Aufnahme gemacht, wo ich die Rapture komplett beendet habe. Nur die Aufnahme ist ziemlicher Kackfail gewesen, weil die Aufnahmen irgendwie vertauscht wurden. Das heißt, das Ende war vorne und der Anfang war hinten. Das war total komisch, deswegen nehme ich das jetzt kurz neu auf. Das ist jetzt kein Problem. Nein, das möchte ich jetzt so machen. Da habe ich One Man schon. Oh Mann, das ist so scheiße. Nein. Ja, komm. Noch, ja, toll. Essen. Danke. Jetzt versuchen wir hier mal. Ein bisschen rüberzukommen. Oder auch nicht. Oder auch doch. Okay, so. Okay. Das ist ein einfaches Level.
sollten eigentlich hinkriegen. Warum ist da? Ja, das dazu. Aber wir sind ja schnell wieder hier. Von daher kriegen wir das schon hin. Ich hab die Säge einfach nur verwirrt. Nein. Fuck you. Mach gut. Okay. Haben wir das Level beendet? Ich hasse das Level. Ich hasse das. Boah, hab ich das gehasst. Boah, nee. Oh nein. Oh nein. Oh. Das Level ist eine abgrundtiefe Hölle. Für mich. Nö, warte kurz. Das ist jetzt eine kleine, kleinen Versuch, dieses Level etwas schneller zu schaffen. Was gerade nicht so funktionieren will, wie ich es mir vorstelle. Jawohl. Sauber. Sauber, 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 sauber. Weiter geht's. Alles klar. Ich nehme schon wieder diese Raketentürme aus The Sword Factory. Ja, genau. Das Level habe ich gehasst. Früher. Weil ich es nie konnte. Genau die Stelle da. Boah, die Stelle ist ätzend. Lass mich in der Ruhe. Okay. Hier muss ich jetzt kurz ein bisschen still sein, ein bisschen konzentriert. Die können wir hier ablenken, ganz schön. Und hier hüpfen wir jetzt mal wieder hoch. Das ist ja nicht so schwer. Okay, jetzt haben wir hier wieder Raketentürme. Da muss ich ein bisschen Kummer vorbereiten. Ah, das haben wir auch wieder geschafft. Und nun sind wir beim Boss. Larry's Lament. So, und nun sind wir bei Larry's Lament und ich glaube, der Boss wird nicht lang dauern. Ich hoffe, es stört das nicht so sehr. Aber wenn es den Trick gibt, dann muss man ihn auch einsetzen, nicht wahr? Vielleicht könnt ihr ihn dann ja auch einsetzen, als ihr den Boss nicht geschafft habt. Weiß ich ja nicht. Kann ich ja nicht wissen. Bei den zweiten soll man aufpassen, und bei den dritten ebenfalls, die spucken Zähne raus, wenn die springen. Das ist ein bisschen asozial. Ja, ich glaube, der Typ weigert sich gerade, was zu machen. Drecksack. Noch was? In meinem Leben als Spengen. Mann. Tja, Arsch. Geht doch. So, damit wäre der Boss auch schon geschafft und ebenfalls die Welt 5 beendet.
Chapter complete. Wir haben es geschafft, Leute. Und ich würde sagen, im nächsten Part dann die End. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Super Meat Boy.